Früher war Werbung einfach. Eine Werbebotschaft bestand in der Regel aus diversen Vorzügen eines Produkts und mehr oder weniger plumpen Kaufaufforderungen. Im schnelllebigen Heute reicht das aber nicht, um im Gedächtnis zu bleiben. Neue Methoden müssen her. Eine der beliebtesten und effektivsten: Storytelling. Storytelling ist zunächst einmal eine Erzählmethode. Es geht um die indirekte Vermittlung von Botschaften und Wissen, meist in Form von Vergleichen und Metaphern. Durch die Identifikation mit der Geschichte werden Emotionen geweckt. Die inhärente Botschaft wird schneller aufgenommen, besser gespeichert und zur Weiterempfehlung positioniert. Die oberste Regel beim Storytelling lautet: Zeigen statt erzählen. Das große Stichwort heißt Kopfkino. Starke Emotionen regen das Einfühlungsvermögen an. Es geht um Nervenkitzel, um lebhafte Bilder, die einfach im Gedächtnis bleiben, Assoziationen auslösen und Neugier wecken. Wie mächtig Geschichten für die Vermittlung von Botschaften und Wissen sind, weiß man nicht erst seit neuen Studien. Jedes Märchen verbreitet eine Moral besser als ein Satz. Aber Storytelling ist nicht nur auf das geschriebene oder gesprochene Wort beschränkt. Im Gegenteil. Unser Gehirn verarbeitet Bilder 60.000 Mal schneller als Text. Ideale Voraussetzung für visuelles Storytelling. Welche Zutaten benötigt man für erfolgreiches Storytelling? Eine gute Grundlage ist ein interessanter Protagonist, mit dem man sich identifizieren kann und der in einer verrückten, lustigen oder dramatischen, kurz neugierig machenden Ausgangssituation steckt. Ein cleverer Spannungsbogen mit Konflikten und Hindernissen, die auf einen Höhepunkt zuführen, ist unersetzbar. Schon Johann Christoph Gottsched wusste, dass zum Beispiel eine tiefe Fallhöhe große Wirkung entfaltet, wobei Geschichten mit Happy End tendenziell besser für Marketingzwecke geeignet sind. Es kommt also vor allem auf kurze, prägnante Geschichten an, die die Zielgruppe nicht außer Acht lassen, erinnerungswürdige Bilder hervorrufen und einen Spannungsbogen mit rotem Faden verfolgen.